Hallo und willkommen bei Cardos Lego. Ich bin Cardo, hier im Bild sieht man mein Lego und zwar haben wir heute den Brunnen, das gab es kostenlos mal dazu und ist das kleinste Lego Creator Expert Modell, das ich besitze. Und ja, die Creator Expert Modelle sind ja eigentlich sehr groß, das sind ja diese Modulhäuser und das hier gab es noch kostenlos im Lego Shop dazu und ich finde es schön, es ist klein, es ist fein und wir fangen mal hier mit der Figur an. Wir haben hier eine Frau, eine Frau von der Zeitung oder irgendeine andere wichtige Person mit Kette, ordentlich angezogen, schwarze Hose, rotes Oberteil, was Schwarzes drunter, blondes Haar und hier dieses typische Lego Creator Expert Gesicht, das es allerdings ab diesem Jahr nicht mehr so gibt, 2018, da ist ja der Downtown Diner, da haben die ja unterschiedliche Gesichter, finde ich ein bisschen schade, aber wir bleiben jetzt mal bei dem Set. Hier Lego News hat es in der Hand und ein Keks. Warum auch nicht? Kekse sind lecker, vor allem die mit Schokostückchen. So, dann haben wir hier noch einen Hund mit bedrucktem Gesicht. Niedlich ist er, haben wir aber, glaube ich, auch schon gesehen. So, dann hier ein schönes mangogelbes Fahrrad. Das fährt auch, da kann sie sich theoretisch auch draufsetzen. Das braucht aber schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, das ich leider nicht unbedingt habe. So, hier haben wir die erste Bank. Mit einem schönen Blumenstrauß daneben. Das erinnert mich ein bisschen an so Pfingstrosen, also so Pumpelrosen nennt man die auch. Haben wir zumindest im Garten, haben einige im Garten. Und die haben dann halt diese Farben. Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber ja. Auf jeden Fall eine schöne blaue Bank. Gefällt mir. Hier das gleiche, bloß dass hier daneben ein Mülleimer ist, wo man theoretisch, ja, ich sag's ungern, aber das Einzige, was man hier reinwerfen könnte, wäre der Keks. Aber das machen wir natürlich nicht. Der wird aufgegessen. Dann haben wir hier den Brunnen. Mit einer Statue und ich muss das mal ein bisschen grob hier rüberschieben. So, hier schöner Sockel, schön dargestellt mit den goldenen Fröschen auch und den Fontänen. Und hier der Retter in Grau. Genau, ansonsten interessant hier die 6x6 Kreisplatte in hellblau. Dann haben wir hier hinten goldene Flügel und das Tolle ist, wir können diese Figur auch umbauen. Da nehmen wir mal das Schwert aus der. Wir nehmen das Schwert aus der Hand, so ist brav. Den Helm ab. Den Kopf auch, der kommt zwar wieder drauf, aber den Bart brauchen wir jetzt nicht. Genau, der Bart kommt ab. Das hier kommt drauf und gegeben ist hier noch so ein schönes Haar. Da können wir nämlich so, ja, sowas ähnliches wie eine Freiheitsstatue, bloß ein bisschen anders bauen. Hier mit einer Flagge, mit einer goldenen Flagge in der Hand und das finde ich macht auch was her, vor allem wenn das hier drauf steht, da bleiben halt die drei Sachen übrig. Aber finde ich sehr schön. Gefällt mir gut, dass ich das auch kostenlos dazu habe. Gefällt mir wirklich gut. Ich sag das nicht einfach bloß so. Und ich krieg da kein Geld für. Und auch sonst nichts. Aber auf jeden Fall schönes Set. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Bin ich froh, dass ich zu der Zeit was eingekauft habe. Ja, und ja, mehr Videos kommen bestimmt. Also mit Sicherheit. Also schön dranbleiben und bis dahin. Tschüss.